So, wenn das jetzt nicht das Richtige ist, dann mache ich aus. Ich bin hier die ganze Zeit rumgelaufen. Ich meine, man ist da auf der Insel, ne? Man sieht das nicht. Man rennt hier sinnlos rum und sucht. Und das ist das, was ich meine. Dann brauche ich diese Sicht nicht. Ehrlich, wenn das erst erscheint, wenn man unmittelbar davor steht. Ich habe das ja auch von da hinten nicht gesehen. Also sorry. Brauche ich nicht. So, wir sammeln jetzt. Perfekt für Nato. Jetzt fängt's an zu regnen. Das ist doch wohl echt traurig. Jetzt fängt's an zu regnen, wo ich fertig bin. Ist ja mit den anderen Früchten genau das gleiche. Wahrscheinlich sind nur die, die ganz oben hängen. Ich gehe jetzt zu ihr hin, mal gucken. Dann haben wir das wenigstens fertig. Es ist ein bisschen frustrierend und macht dann auch mir keinen Spaß. So, da habt ihr den Salat. Nivika hat dir falsche Hoffnungen gemacht. Ich kann niemanden unterweisen. Meine Fresse! Nivika hat dir falsche Hoffnungen gemacht. Jetzt geht es hier nicht weiter. Ich kann niemanden unterweisen. Ich hab doch die Quest ausgewählt. Hier. Ach, jetzt soll ich das... Her, um mit uns zu jagen? Ich finde einen Krieg immer noch unsinnig. Wo mache ich denn jetzt einen Schal? Hier? Nitus Schal. Ja, den können wir jetzt machen. Starke Bögen und scharfe Pfeile. Wir werden siegen. Wow, das ist spitze. Ich wusste, dass ich dir nichts beibringen kann. Wir sind keine zankenden Seswa. Das sollte Etua wissen. Himmelsfelsmoos. Natterwolfzahn. Ist das alles? Kannst du mir mehr beibringen? Oh nein. Du solltest lieber Nivika fragen. Ich bin schlecht darin. Tut mir leid. Aber... Hör zu. Ich weiß, dass du mein Selbstvertrauen stärken willst. Aber Nivika verschwendet nur deine Zeit. Ich habe wirklich kein Talent dafür. Oder für irgendwas. Sie ist sehr dankbar. Katnat weiß, was er tut. Da bin ich mir sicher. Aber Krieg, das kommt unerwartet. Sei immer bereit. Verzeih, ich höre, du hast Schwierigkeiten mit Netu. Nicht, dass du meine Hilfe bräuchtest. Netu glaubt, sie könne niemandem etwas beibringen. Da liegt sie falsch. Sie erkennt meine Fehler bei der Arbeit immer sofort. Manchmal sogar, bevor ich anfange. Erst gestern hatte ich eine tolle Idee für ein Muster. Sie nannte gleich 15 Gründe, die mir klar machten, dass die Idee schrecklich war. Kannst du mir dein Muster zeigen? Vielleicht kann ich damit ihre Aufmerksamkeit wecken. Oh, wirklich? Du möchtest, dass ich es dir beibringe? Nein. Oh, wow. Dieses Gerede über den Krieg macht mich nervös. Sarentu. Nivika wird das mögen, oder? Der Sarentu und das darfst du nicht tun. Bitte hör auf. Langweilt, Nivika. Das Muster ist grauenvoll. Hat Daewoo es dir beigebracht? Daewoo unterrichtet mich gerne. Ich habe sonst niemanden. Daewoo und deine dummen Ideen. Die anderen Clans werden denken, seine Arbeit stünde für alle Aranae. Wir brauchen trockenes Himmelsfelsenmoos. Es wächst in der grenzenlosen Weite, schwer zugänglich. Du musst dorthin fliegen. Ja, Lehrerin. Bitte nenn mich nicht so. Ich möchte nur helfen, so gut ich kann. Ja, gut. Ich will mal was.
was gucken. Charakter. Wir haben ja jetzt hier das Ding ausgewählt. Das ist sogar besser. Cool. Dann werde ich die hier jetzt entsorgen. Die werde ich spenden. Aber wir werden das aussehen lassen. Warte mal, das Kosmetik. Aussehen. Wie so einer hier. So. Die Mods, die sollen, den kann man dann auch aussehen lassen. Aha. Da haben wir aber nichts Besseres. Das geht alles. Wertet mich alles ab. Cool. So. Wenn ich jetzt hier wieder den nehme. Hier bleiben aber 9. Cool. Hier haben wir auch was. Ein anderes. Die Muster hatten wir doch schon. Aber warum? Ich werde jetzt die Sachen hier spenden. Das ist TU-Schal. Nee, warte mal, da ist ein Dings dran. Wie soll meine Seide im Krieg nützlich sein? Vielleicht mehr Sehnen für die Pfeile. Ich jage nach Fleisch, nicht nach Himmelsmenschen. Vielleicht sollte ich auch jagen lernen. Irgendwas so Grünes. Warum haben die ein Ausrufezeichen? Das wird wieder nicht erklärt, ne? Cutnut weiß, was er tut. Da bin ich mir sicher. Aber Krieg, das kommt unerwartet. Weil er schlechter ist oder warum? Ich überlege. Ich verstehe es nicht so ganz. Kann das nicht markiert werden? Aha. Vielleicht, weil ich es im Einsatz habe. Ich weiß es nicht. Ein Fehler ist nur eine Lektion, die man noch nicht gelernt hat. Oder? Zu grenzenlose Weiten. Wo soll denn das sein? Das ist doch hier nicht, ne? Das haben wir doch hier nicht, ne? Gewundener See. Die grenzenlosen Weiten, die sind wahrscheinlich ganz woanders. Die sind hier nicht im Klingonenwald. Das kann ich noch nicht machen. Da bin ich nicht stark genug. Das kann ich auch nicht machen. Da bin ich auch nicht stark genug. Ich lasse nicht gern Sachen übrig, aber hier, das führt alles nichts. Lerngelegenheit. Das ist genau der gleiche sinnlose Kram. Die habe ich nicht gefunden. Starte die Datensammelstation. Falls ich eine finden sollte. Ich habe gar keine gefunden. Und die Bilder in der Mitte, warte mal. Irgendwo in der Mitte des verschlungenen Stroms, im Gebiet des Schattenwaldes. Wo haben wir denn den Schattenwald? Seidenwald? Da, Schattenwald. Und hier ist der gewundene... Guck mal, was hier ist. Aha, aha. Das sind ja noch Sachen. Dinge. Warte mal, wir werden mal eine Schnellreise dahin machen. Wo war das jetzt? Ich habe mir ja was markiert. Da. Hier können wir doch bestimmt irgendwo hin schnellreisen. Genau hier. Das machen wir mal. Die Himmelsmenschen sind keine Gefahr. Das ist wunderschön. Hier können wir gucken. So, das brauchen wir immer. Hier ist kein Anruf, nein. Ja. So. Warum da hinten?
das muss man doch mal nutzen. Das ist doch eine einmalige Gelegenheit. Oh, so wollte ich gar nicht. Das sieht doch cool aus. So. Und dann die Benutzeroberfläche verbergen. Und dann machen wir noch mal ein Follow. So. Ja! 300 Meter? Warte mal. Das ist aber weiter unten. Dann sollte ich mal vielleicht erstmal den da nehmen, ne? Den. Das kann da drauf sein. Da! Da ist ein Glockenberg. Ja, ja! Ja, ja, er freut sich auch. Hm. So. Da holt er ab. So, dann haben wir ja noch da unten. Und dann sollen wir am verschlungenen Strom dieses Gebiet finden. Das ist 200 Meter tief. Oh, was war denn das? Ich habe mich verdrückt. Irgendwas habe ich jetzt weggeworfen. Ich weiß nicht mehr was. Was haben wir denn hier? Ah, wo ist denn das Ding nu? Oben drauf irgendwo. Flieg doch mal höher. Ja. Ich spring jetzt ab. Das macht keinen Sinn hier. Prophetkapsel. Was warum wird die jetzt angezeigt? Hä? Was war das denn jetzt zwischendurch? Ich habe gar nicht raufgedrückt. Hier ist irgendwas. Inventar ist voll. Warte mal, jetzt muss ich mal was... Jetzt muss ich die Datensammler auf dieser Station aktivieren. Habe ich das denn damals falsch gemacht? Wo finde ich die denn jetzt? Ich sehe ja nur diese Dinger da. Ah, da muss ich da noch mal hin. Hier haben wir ein... Ach, alles klar. Ja, das muss man ja wissen. Muss einem ja gesagt werden.
Da ist einer, okay. Haben erst zwei Datensammler aktiviert. Und die werden wieder nicht angezeigt. Ich weiß nicht, wozu man diese Sicht hat. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob da oben drauf einer ist. Hihi. Aber könnte ich mir vorstellen. Hier unten ist jedenfalls keiner. Ach, kommst du auch schon? Scheiße, ich wollte nicht absteigen. Und dann geht das weg. Immer wenn ich drücken will, geht es weg. Sorry. Ja! Hier oben drauf ist keiner. Das Landen müssen wir noch üben. Zwei von drei, ja toll. Tja. Keine Ahnung. Da oben drauf ist nichts. Findet ihr jetzt nicht mal mehr die anderen? Die sind jetzt weg. Hier ist eine. Guck mal, wie soll man das finden? Sorry. Ich kann da nicht mehr hin. Der reagiert auch gar nicht drauf. Da müsste ja ein rotes Licht sein. Ist ja nicht. Ist da oben drauf nicht, ist hier nicht.
Durch die roten Pflanzen wirkt es noch mehr verwirrend. Da oben drauf, sagt er. Habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich das richtig deute. Och, Arschlochspiel. Habe soeben die Meldung bekommen, dass die Station dank Sid noch gestartet werden konnte. 1 von 9, die habe ich. Großartig. Wir hatten hier noch eine zweite. Warte mal, das war hier hinten. Und ich bin der Meinung, das habe ich falsch gemacht. Wo waren die jetzt? Hier, Datensammler. Kann ich hier irgendwo... Hier kann ich eine Schnellreise machen. Hier kann ich keine Schnellreise machen. Aber jetzt. Alex, hast du... Dann gucke ich da gleich nochmal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht richtig war. Großartig. Aber Alex, hast du vielleicht die Koordinaten der Station? Dann muss ich sie nicht suchen. Hatte ich, aber sie sind... verloren gegangen. Frag mich nicht wie. Es war dumm. Da muss ich hin. Lass mich. Ich habe das Gefühl, dass er so ein bisschen schneller läuft. Ich kann mich ja auch täuschen. Jetzt regnet es übrigens. Station finden. Ich guck nur, ob hier irgendwelche Sachen sind. Oh, das ist mir jetzt so abenteuerlich gleich. Meine Fresse. Wo ist denn jetzt diese Station? Ich bin der Meinung, ich habe das nicht richtig gemacht. Weil ich es nicht verstanden habe, was die da von mir wollten. Die haben das eingeschalten und da habe ich gedacht, das war's. Und dann habe ich gedacht, die sind noch 9 Stück auf der Karte versteckt. So habe ich das jetzt gedeutet. Mal machen, ne? 3 Datensammler, siehst du? Habe ich nicht gemacht. Muss ich den erstmal überhaupt finden, wo der ist? Ist ja nix, ne? Hier sind nur Pflanzen. Da. So, dann wollen wir mal gucken. 5. Den hatte ich noch nicht mal aktiviert. Ich sag doch, ich habe das falsch gemacht. Da ist er.
Hier muss einer sein. Da. Ja, wenn man das weiß, wie das geht, dann ist das ja auch ganz einfach. Da ist er. Schlage den Vergleich der Datensammlung der letzten 6 Monate um die Auswirkungen der EDE auf die Umwelt. Aha. Sesva-Drachen, irgendwelche Puppen. Und so eine Dinger kann man auch noch finden. Oh Gott. Starte die Daten des westlichen. Finde die Station, indem du nach Windturbinen Ausschau hältst. Verwende SID. Ja. Cool. Es kann aber auch sein. Das kann aber auch sein, dass das hier irgendwo ist. Denn hier sind, ist das nicht mehr. Und das habe ich jetzt wirklich durch Zufall gefunden hier, ne? Hier. Das sind diese Windturbinen. Weiter rein kann man in die Karte nicht. Die Station haben wir aber. Ja, es wäre schöner, wenn man eine Karte hätte. Aber er hat die ja verloren. Damit haben sie denn eine Entschuldigung, warum sie die... Warum sie... Jetzt bin ich schon wieder raus gewesen. Man kann mit den... Man kann mit den Tasten, mit den Pfeiltasten nicht navigieren. Man muss tatsächlich diese bepisste Maus nehmen. Ah, den hatte ich ja noch. Siehst du? Den hatten wir noch. Vielmehr, den hatte ich noch nicht. Früher konnte man auch mit den Pfeiltasten scrollen bei anderen Spielen. Ja, nächste Folge geht's weiter. Tschüss.